Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück hier im Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Aktuell sind wir im Geistertempel unterwegs. Das ist richtig krass, im Wüstenkoloss. So früh war ich, glaube ich, in einem Randomizer oder in einem Ocarina of Time Game noch nie hier. Das ist schon ziemlich atemberaubend und wir gucken mal, was wir hier noch Schönes bekommen können. Okay, let's go. Ich höre auch eine Skulltie, das ist auch schön. Und schön Geld mitnehmen, jawoll. Okay, wir müssen mal eben hier alle Rubine einsammeln. Ich glaube, wir müssen eigentlich hier von der anderen Seite rangehen. Kann das sein? Oder was passiert, wenn ich jetzt das mache? Okay, dann sind wir natürlich perfekt. Zack. Wie die sich einmal alle zu Feuerfledermäusen machen wollen, ne? Die sind darauf aus, sich zu buffen. Okay. Wir haben hier aber auf jeden Fall noch eine. So, Gegner sind alle besiegt. Eine Fackel haben wir da drüben. Ich mach's aber mit ins Feuerinferno. Let's go. Da gibt's da drüben dann noch eine Schatzkiste. Und die Skull, die können wir uns noch holen. Oh, eine goldene. Was haben wir da? Ein paar Krabbelminen, okay. Vielleicht für Majora's Mask? Nö. Aber eine schöne große Truhe. Heilige Scheiße, was ist denn da drin? Die Mondträne. Okay. Die können wir halt dem Deku-Kerl geben. Aber die Chance ist halt nicht groß, dass er uns dafür die Landurkunde gibt. Jetzt mal ehrlich gesagt, ne? Aber wir kriegen ein Item. Sagen wir es mal so. Okay. Es geht noch weiter. Wir haben ja noch einen Schlüssel. Dementsprechend schauen wir mal. So, wir haben hier Kisten. Warum haben wir Kisten hier? Wofür sind die? Ist das als Erwachsener? I don't know. Okay, weiter geht's. Bin sehr gespannt, was uns hier noch so erwarten wird. Hallo? Können wir den mal anvisieren? So. Also ich finde es genial, dass wir hier in einem Geistertempel schon drin sind. Ich finde das echt cool. Macht echt Spaß und Laune. Mit dieser Ausrüstung. Okay. Kommt hier nicht auch so eine Echse? Jo. Hi. Was geht? Zack, Alter. Einfach weghauen. So, Herzchen. Und da machen wir auf jeden Fall was mit Krabbelminen, würde ich sagen. Wir haben auch 50 Krabbelminen. Warum haben wir 50 Krabbelminen? Haben wir ja schon Erweiterung bekommen? Wahrscheinlich, ja. So. Machen wir hier erstmal das Licht an, dann müsste die Tür aufgehen, ja. Okay, sehr schön. Und dann aktivieren wir hier natürlich noch den Schalter. Da kommt, glaube ich, eine Schatzkiste bei rum. Alter, was für dicke Kisten hier einfach sind. Haben diese Kisten was zu bedeuten? Sind das Kisten, die vielleicht wiederholt werden können? Also, die vielleicht für Majora's Mask sind und wenn da die Zeit zurückgespult wird, vielleicht erneut geholt werden können. Ich muss übrigens mal ein paar Skulltie-Tokens. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei gefunden gehabt noch. Die habe ich noch nicht eingetragen. Also das war jetzt die zweite. Oder habe ich noch mehr gehabt? I don't know. So. Ja, es könnte tatsächlich sein, dass das was damit zu tun hat. Und dass ich hier immer wieder das Lied... Obwohl, nee, kann ja gar nicht sein. Weil das Lied behalte ich ja auf jeden Fall. Intro. Naja, wir haben jetzt das Intro. Wir haben das Intro.
Nicht das komplette Lied. Ah, und hier steht auch noch was Kleines. In der Ecke. Let's go. Eine schöne Milch für Majora's Mask. Okay, weiter. Kommst du denn schon wieder her? So, weiter geht's. Ah, jetzt sind wir in dem fetten Raum hier. Okay. Ich bin gespannt, was wir hier machen können, ey. So, theoretisch geht's hier oben dann weiter. Wollen wir mal gucken, was die Skuldi da zu bieten hat. Okay, nicht so wichtig. 5 Rubine. Braucht man nicht. Aber wir gucken auf jeden Fall hier unten mal kurz. Ich glaube, hier unten gab es einen Schalter, ne, der die Tür aufmacht. Ja. Aber wir lassen uns hier auch gar nicht verunsichern. Wir gehen gleich nochmal weiter gucken. Denn hier gibt es mit Sicherheit noch ein bisschen mehr zu holen. Zum Beispiel diese Schatzkiste hier. Ist wieder so eine silberne Truhe. Da haben wir vorhin einen Schlüssel bekommen. Oh! Dieses Symbol. Die Frage ist jetzt halt... Also anklicken kann ich das hier sowieso nicht, oder? Kann ich das hier anklicken? Doch, Town Stray Fairy. Ja, ja. Okay, Town Stray Fairy. Hier. Wir haben bloß die Feenquelle noch nicht gefunden. Das ist eigentlich eher das Problem. Okay, ansonsten können wir, glaube ich, hier erstmal nichts weiter machen. Wir könnten noch... Ne, können wir auch nicht. Nö. Okay. Dann sind wir hier erstmal fertig. Das sind halt alles solche Sachen. Ne? Bleiben diese Gegenstände, die wir jetzt bekommen, wenn Majora's Mask zurückgespult wird, bleiben die erhalten? Oder ist halt alles so fragwürdig? Ist alles fragwürdig. Werd mal sehen. Okay. Die haue ich erstmal kurz weg mit Bomben. Wir haben relativ viele. In Ocarina of Time haben wir so viele Sachen schon, ne? Das ist unglaublich. Dagegen sind wir halt in Majora's Mask noch null weitergekommen. Wenn man das mal so sieht. Okay, waren das schon alle? Sieht so aus. Okay. Also wir sammeln auf jeden Fall erstmal die Rubine ein. Danach schiebt man das Ding dahin und dann können wir die Fackel noch anzünden. Du. So, ich glaube, das ist auch... Die Rubine machen die Tür auf, ne? Ich glaube schon. Ah ne, die Rubine machen eine Fackel an. Ah, okay. So, dann renne ich hier jetzt einmal mit Deku-Sticks umher. Ist so lustig, dass wir das Master-Schwert einfach auf dem Rücken haben, obwohl wir noch der junge Link sind. Das ist so cool. Aber auch gleichzeitig merkwürdig. Ich habe irgendwo eine Fackel verpasst. Hier. Ah, okay, das gibt eine Schatzkiste. Das ist jetzt wieder so eine goldene. Hat das einen bestimmten Rhythmus? I don't know. Ah, Boski vom Feiertempel. Ja, das nehmen wir doch gerne mit. Ich meine, da könnten wir jetzt auch schon richtig was machen, ne? Wir bräuchten nur noch den... Vielleicht kann man sich wirklich die Rüstung kaufen und auch als Kind schon anziehen, wie in, Gold Quest. Vielleicht ist es möglich. Warum nicht, ne? Ist ja ein Randomizer. Warum soll es nicht möglich sein? Tja. Müssen wir mal ausprobieren. Ich weiß nämlich noch, dass bei Boris, glaube ich, im Haus
war der Laden drin und da haben wir überlegt, dass wir uns eine Feuerrüstung kaufen, aber haben es gelassen, weil es uns ja nichts bringt, weil wir ja Kind sind. Aber es deutet gerade sehr darauf hin, dass wir vielleicht in den Feuertempel müssen. Ne, wir haben ja zwei Schlüssel schon, zwei kleine, für den Feuertempel. Wie viele gibt's da? Okay, es gibt sehr viele. Und hier brauchen wir theoretisch jetzt auch noch einen Schlüssel. Shit. Das heißt, die kommen jetzt auch nicht weiter. Schade eigentlich, schade. Es lief ganz gut. Wir sind gut durchgekommen. Ist das jetzt echt noch ein Schlüssel für... Das wäre es natürlich jetzt. Ne, Snowhead. Okay. Einmal Snowhead. Ja gut, okay. Ja, hier komme ich jetzt halt nicht weiter. Schade. Okay. Was jetzt? Man könnte sich jetzt überlegen, man könnte ja auch rückwärts laufen durch die Wüste. Aber da kenne ich halt den Weg nicht. Aber theoretisch könnte man das. Song of Time. Bonus Song. Skulti brauchen wir noch. A, Runde A, rechts, Runde A. Ich porte mich mal kurz raus. Okay, was haben wir bekommen? Wir haben jetzt die Träne bekommen, auf jeden Fall. Was wir halt noch nicht haben, ist der Ort, wo... Ja, wir haben halt noch nicht den Ort bekommen, wo das, der Elder Scrolls. Wo die Fee in der Stadt ist. Aber mit der Mondträne können wir auch schon mal ein neues Item bekommen. Ich denke halt, diese Items, einige Items werden auf jeden Fall verschwinden. Da bin ich mir relativ sicher. So, ich werde hier halt nicht weit kommen. Kommen doch ziemlich weit. Ich bin zumindest bis zu der Kiste gekommen, ne? Ist bestimmt irgendwie möglich, das zu machen, aber... Ich weiß nicht, ob es der Sinn ist. Ich glaube nicht. Okay, also. Wir gehen wieder zurück nach Hyrule. Mir fällt es halt gar nicht ein, was ich sonst machen soll. Also ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt. Ich könnte mir nochmal versuchen, die Feuerrüstung zu kaufen, damit ich mal dieser Idee vielleicht nachgehen kann, dass wir vielleicht in den Feuertempel auch gehen als junger Link. Das wäre jetzt für mich so gedanklich eine Idee halt. Dementsprechend hätte ich gesagt, wir gehen mal kurz bei Kakariko vorbei. Beziehungsweise auf der Lon Lon Farm können wir jetzt auch einen noch eine Skulti holen, ne? Die wir vorher nicht holen konnten. Vielleicht sollten wir da auch nochmal vorbeigehen. Weil halt Nacht ist und wir haben jetzt den Boomerang. Sollten wir da nochmal nachgehen? Halt auch auf dem Friedhof. Da können wir auch eine Skulti holen, die wir vorher nicht holen konnten. Und wir bräuchten halt unbedingt Zeldas Wiegenlied. Das ist halt auch so wichtig eigentlich. Da, 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 da. Ich weiß gar nicht. Habe ich das schon mal versucht, die Skulti überhaupt zu holen? Ich glaube nicht. Okay, wir warten mal kurz, bis Nacht ist.
Wir warten mal ganz kurz. Ist halt nervig, dass ich die Tag-Nacht-Musik noch nicht hab. Ansonsten, was haben wir denn noch so? Wir haben halt den Hammer, ne? Das ist so geil. Aber damit könnten wir halt auch im Feuertempel weitermachen. Frage ist... Da komme ich halt nicht hin, ne? Oder? Müsste man mal ein bisschen rumprobieren, ob man im Todeskrater vielleicht durch ein paar geglückte Sprünge irgendwie dahin kommt. Müsste man mal ausprobieren. Aber halt erst, wenn ich die Feuerrüstung habe, logischerweise. Vielleicht ist das möglich. Ich hole mir mal kurz ein bisschen Geld. Oder auch nicht. Wahnsinn. Wie diese Sprünge klappen. Okay, wie lange ist denn jetzt hier noch Tag? Das dauert doch sonst nie so lange. Meine Güte. Schneller. Okay, es wird Nacht. Ja, Leute, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Ideen, was wir noch machen könnten? Also, ist halt aktuell wirklich schwierig. Ich bräuchte halt auch einfach mal die Ocarina für Majora's Mask. Das wäre so wichtig. Aber dafür bräuchte ich halt die Stadturkunde. Super anstrengend. Wirklich. Wenn ich die Stadturkunde hätte, könnte ich mir wahrscheinlich da oben die Ocarina holen, das auf dem, welche auf dem Haus oben drauf ist. So, hier haben wir jetzt also die Skulti. Und ich glaube, wir haben noch eine, ne, als Kind hier. Aber das Gute ist, wir müssen hier nicht 200 einsammeln. Guck mal, hier ist noch ein kleiner Schlüssel. Okay. Gerudo Trainings Ground. Nehmen wir mit. Hier irgendwo an der Wand ist, glaube ich, noch eine Skulti. Oder ist es als Erwachsener? Das glaube ich auch als Kind. Nicht? Oder hier? Hier. Hier ist zack. Und zack. Und gleich noch hinzufügen. Was ist es denn? Ah, 5 Rubine. Braucht keiner. Schade. Ach so. Hier ist diese auf der Rückseite normalerweise, ne? Die, ah, die haben wir noch nicht. Hä? Wieso haben wir die noch nicht geholt? Nicht doof. Red Potion für Majora's Mask. Naja. Warum habe ich die noch nicht geholt gehabt? Bin ich doof? Bin ich doof? Hä? Die habe ich aber. Okay. Gut, dann sind wir hier auch erstmal soweit fertig. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf den Friedhof und zu Boris und gucken mal wegen der Feuerrüstung. Und ansonsten würde ich dann... Ja, auf jeden Fall nochmal zu Majora's Mask gehen und die Mondträne abgeben. Das ist, glaube ich, auch das Letzte, was wir so machen können in Majora's Mask. Ich glaube, mehr ist da sowieso im Moment nicht möglich. Wir haben halt das Instrument nicht. Wir könnten theoretisch bei dem Skulti-Haus noch ein bisschen was machen. Aber da ist halt auch so wenig noch möglich, weil ich halt keine Fernkampfwaffen habe. Mir auch wieder so ein bisschen die Ocarina fehlen. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Da fehlen halt echt viele Sachen. Okay. Ich glaube, ich möchte auch nochmal bei dem Spielmann in der Mühle vorbeigucken.
um nochmal auszuchecken, was der eigentlich da an... Wo ist Boris? Hä? Toll. Natürlich ist der gerade nicht da. Mann, ich wollte doch da rein. Ich wollte doch die Rüstung kaufen. Das ist jetzt schon wieder bescheuert. Das ist irgendwie komisch, oder? Dass der halt... Ja, dass du da genau in dem Moment da sein musst. Oh. Oh. Cool. Damit kann man später vielleicht was anfangen. Brauche ich aber auch wieder erst ein Lied. Oh, naja. Ja, Leute, der Part ist eigentlich auch schon wieder rum. Ich würde sagen, ich warte mal kurz bis zum nächsten Part, damit hier Boris, ne, damit wir hier mal reingehen können und wir uns die Feuerrüstung kaufen können. Ich will es jetzt einfach mal wissen und ausprobieren, ob das funktioniert. Weil dann können wir vielleicht unter Umständen noch was im Feuertempel machen. Möglicherweise. Und was wir auch noch machen könnten, ist vom Todeskrater aus hierher fliegen, wenn Nacht ist. Und da oben vielleicht noch eine Skulti holen. Das sollte auch noch möglich sein. Jo. Okay, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüssi.